Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 6, The Angel of Darkness. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich ja dabei war, dieses Schieberätsel hier irgendwie zu lösen. Ich versuche mal gerade, ob die Lösung tatsächlich so einfach ist, dass ich jetzt hier drauf schieben kann. Ja, aber das ist nicht wirklich clever, habe ich das Gefühl. Wobei doch. Okay. Hä? Wait, what? Warum? Okay. Habe ich jetzt nicht kapiert, warum ich da jetzt leider draufgegangen bin, sag ich mal so. Lara. Genau, ich habe ziehen gedrückt, aber gut. Man kann natürlich auch erstmal schieben.
Macht das überhaupt Sinn, was ich da mache? Nee, Quatsch. Wir laden noch mal ganz kurz rein, weil genau. Was ich nämlich machen muss. Ist einfach mal ein bisschen mitdenken. Oh Mann, ey. Lara, ziehen, nicht schieben. Ich hatte also ein Stück weit recht. Mit meiner Vermutung hier.
Achso, warte, ich muss erstmal. Okay. So. Dann kann ich nämlich die untere hier wieder schieben. Eieiei. Da aber erstmal drauf kommen, Leute. Das ist auch. Na gut. War eigentlich abzusehen, ne? Ich meine, und hey, immerhin müssen wir nicht allzu viel hin und her schieben, so gesehen. Ich glaube, jetzt habe ich versemmelt. Mehr oder minder. Schieben? Nein. Hier kann ich auch nicht schieben, ne? Nein. Aber ich kann die Kiste hier schieben. Halt noch mal ziehen. Nee, Quatsch. Genau, ich muss die hier jetzt in die Lücke da hinten reinschieben. Ich springe hier noch im Dreieck so langsam. Aber da sieht man mal, wie detailliert sogar jetzt das Spiel schon wieder war.
Oh, komm schon. Hab wieder irgendwas versemmelt. Okay, wo habe ich zuletzt gespeichert? Wahrscheinlich wieder sonst wo. Ah, na gut. Wieder diesen Mini-Pixel vergessen, der hier an der Ecke ist. So. Wobei. Ja doch, Moment. Ja Mann, das ist dann kann ich mir das ersparen. Ja Mensch, das geht ja viel einfacher so. Da hätte ich auch viel früher drauf kommen können. Ach Mensch, ey. Ich werde stärker. Das ist so viel einfacher, ne? Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Wahrscheinlich wieder, weil ich lost war im Kopf. Okay. Trotzdem darf ich da anscheinend nicht gegen diese Gasdinger. Okay, was bringt das überhaupt? Kann ich das irgendwo hinschieben?
natürlich. Hätten wir da früher drauf kommen können? Wahrscheinlich. Ich kann mal ins Tagebuch gucken. Kunde, Kaufpassen, dort. Okay, da müssen wir wieder ziemlich weit nach hinten klettern, um halt weiterzukommen. Flash. Ach nee, okay. Dann nicht das. Dann speichern wir aber nochmal. Dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Hey, wir sind weitergekommen, ne? Also muss es auch einen Grund dafür geben. Finde ich gut. Wobei, können wir gleich von hier oben aus weiterklettern? Ich meine... Ja, immerhin ist ja hier auch was. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht so an der richtigen Stelle hinkomme. Ich weiß bloß nicht warum.
Tara? Bitte nicht diesen Move. Noch einmal kann ich die Säge auf jeden Fall nicht anwerfen. Das heißt, da muss ja doch irgendwas hinten sein. Oder müssen wir aus dem Fenster raus? Diese Schrift habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich beim Fenster raus. Glauben, nicht wissen, ne? Also bitte ich um Verständnis. Wobei zum Fenster komme ich auch nicht so wirklich. Okay, laden wir hier nochmal. Und versuchen erstmal da längs und dann. Ja, wobei, wir machen direkt. Okay, jetzt weiß ich, was das für ein Metallteil ist, was da unten liegt. Immerhin das.
So, diese Schrift kannte sie nicht zuvor. Diese Schrift habe ich noch nie gesehen. Okay, wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Aber wie? Sehen wir erst in einem der nächsten Parts, würde ich behaupten. Warum? Weil ich sonst wieder zu lange hier festhänge und ihr wollt ja auch Fortschritt sehen. Und ich meine, hey, ich komme immerhin in fast jeden Part jetzt immer ein Stück weiter. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus. Euer Sars, haut rein. Und ciao. Tschüss.